Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video. Diesmal ein Struggle-Video. Ein Connor-Struggle-Video. Ja, was ist ein Connor-Struggle-Video? Ich habe so das ein oder andere Problemchen mit dem saisonalen Portal. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin da irgendwie hin und her gerissen. Und weil ich so hin und her gerissen bin, nehme ich euch mit und mal gucken. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen bei meiner Entscheidungsfindung. Los geht's. Also, es geht am Ende um dieses Wonderful Portal. Ja, dieses Wonderful Portal, saisonale Portal. Man hat ja mittlerweile das zusammengewürfelt. Ja, man hat es jetzt einfach lang gemacht. Weit über 30 Tage. 12 Tage sind noch, ne? Saisonales Portal. Und Misty, ja, die alte Mistsau ist im Angebot. Ne? Vorgestellt im Angebot. Wie auch immer. So. Ich hadere mit diesem Portal. Muss ich einfach so sagen. Ich bin mir unschlüssig. Ja, ihr seht, ich habe 53 Münzen. Ne, teilweise erspielt, teilweise mal über Anjebötchen irgendwie mitgeschossen und sowas. Ne, und ich hadere, ob ich die jetzt quasi raushaue, ein paar raushaue oder nicht raushaue. Und so richtig weiß ich nicht, ob das wirklich Sinn macht. Ja, und ich dachte mir, Mensch, okay, wenn ich schon überlege, dann überlege ich einfach gemeinsam mit euch. Ne, wir gehen die Helden durch, gucken nochmal an und schauen vor allem, was habe ich für Helden und wie interpretiere ich, ob es Sinn macht oder nicht. Ja, und wer weiß, vielleicht kann ich dem einen oder anderen helfen bei dem Abwägen, ja, ob man eventuell beschwört oder nicht beschwört. Ne? So, und von daher würde ich sagen, wir starten einfach mal rein und gucken uns die Helden so an. Ja, Misty ist vorgestellt. Ja, Misty, die alte Taucherin, ne? Und die Taucherin ist schnell, das ist erstmal grundsätzlich gut. Ne? Ihr kennt das. Schnelle Helden sind erstmal grundsätzlich gut. So, verstärkt das Leben aller Verbündeten um 180. Verstärktes Leben kann die maximalen MP übersteigen, das kennen wir schon. Ne? So, jetzt ist die erste große Frage, die ich mir an der Stelle schon mal stelle. 180 ist einfach nicht viel. Also selbst in schnell, was sind denn 180 in der heutigen Zeit? Ne? Da löst so ein Knallofant Kofu aus oder so und ob du dann 180 drüber bist oder nicht, ist auch relativ Wurst. Also ich finde, von der Heilleistung ist das echt nicht so doll. Ne? Aber Misty ist ja noch nicht fertig mit ihrem Mist. Da kommt ja noch, verringert das maximale Leben aller Gegner um 180. Der Effekt wird stärker gegen Ziele mit verstärktem Leben. Und wenn man dann auf das Fragezeichen klickt, dann stellt man fest, das maximale Leben kann nicht unter 30% des ursprünglichen Max-Lebens fallen. Das kennen wir, ja. Und verstärktes Leben wird zusätzlich um 180 verringert. Das heißt also, wenn ich das richtig interpretiere, macht sie nicht nur 180 verstärktes Leben weniger, also 180 verringert sie das Leben von dem Gegner, sondern wenn er Überheilung hätte, würde er 360 verringern. So, grundsätzlich gilt erstmal, hat er keine Überheilung der Gegner, sind auch 180 Verringerung des Lebens, ja, was ja quasi dann auch noch gefühlt so 180 Schaden wären, die sie austeilt. Boah, das ist jetzt auch nichts, was den Gegner so richtig wegfetzt, ja. Und dann macht sie auch noch Schaden. Also sie verringert erst Leben, was ja gut ist, und auf das verringerte Leben macht sie dann 180 Schaden bei allen. So, und jetzt ist das so ein bisschen, das ist so nicht Fisch, nicht Fleisch, das Teil, ja? Das Teil ist nicht Fisch, nicht Fleisch. So ein bisschen wie ihr Badeanzug, das ist auch nicht Fisch und nicht Fleisch, ja? Oder, nee, ist ja ein Neopren-Taucheranzug, aber auch der ist nicht Fisch und Fleisch. Irgendwie will sie ein bisschen heilen, irgendwie will sie ein bisschen Schaden machen, aber nichts macht sie richtig. So interpretiere ich das jetzt, ja. Sie hat dann hier noch diese Passivs, ne, Charakter hat die angeborene Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, das ist erstmal cool, aber es gibt nicht so viele Helden, die so mit Wasser um sich schmeißen aktuell, von daher ist das, ja, auch nicht so doll, ja, und sie hat noch ein weiteres Passiv. Wenn dieser Charakter seine Spezialfähigkeit wirkt, erleiden alle Gegner 274 Wasserschaden über 2 Runden. Ja, also kommen nochmal so 135 Radatten oben drauf, 137, falls jetzt wieder ein Klugscheißer unterwegs ist, ja. So, ja, Schaden über Zeit aktuell eh tricky, ja, weil die Helden einfach, die man angreift, gegenüber nun mal sehr schnell auslösen und man dadurch gar nicht viel Zeit hat, den Schaden über Zeit da durchzudrücken. Dann hat sie natürlich auch noch einen Familienbonus, wenn man jetzt mehrere hätte, erstmal haben, anstatt brauchen, ne? So, hat den Bonus, Helden werden stärker, wenn sie mit anderen kombiniert werden, bla bla. Bonus für 1, 2, 3, 20, 40, 60% minus Schaden durch Statuseffekte, die Schaden über Zeit verursachen. Das heißt also, sie ist selber gegen Effekte über Zeit, kriegt sie weniger Schaden. Ja, dadurch, dass das relativ selten vorkommt, dass man das abbekommt, Physik nicht.
Weiß ich nicht. Also Misty ist wirklich so weit, ja, das ist so, wie gesagt, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch, das ist eine Scheibe und nicht Janset. Und irgendwie kann ich mich da so nicht begeistern, ja. So. Und wenn man dann so guckt, was man selber so hat, so, ich sag mal, im Heilungsbereich, so nenne ich es mal, ja, da hast du einen Kirill im Doppelwopper-Kostüm. Den finde ich eigentlich schon stark, sehr flexibel einsetzbar, ne, weil man ihn in allen möglichen Varianten spielen kann. Und ja, er ist mittel, nicht schnell, ja, aber mit passender Mana-Truppe und dem ganzen Schlündünz ist er trotzdem relativ zackig unterwegs. Den habe ich zweimal sogar. Zusätzlich habe ich eine Camilla, ja, die verstärkt das Leben um 400. Ist natürlich deutlich mehr, muss man so sagen. Dafür macht sie halt keinen Schaden. Ne? Ist aber auch in 6 Steinen ready und weniger Steine. Ja, also das ist schon eine andere Hausnummer. Ne? So, das sind so die Heiler in Blau. Eine Ariel habe ich auch. Und ja, ist mittel, ist nicht schnell. Ne? Aber da weißt du wenigstens, was du hast. Da kommst du 40% gefühlt. Ja, würde ich in meinem Kader sagen, bringt die einen nicht wirklich weiter. Weil einfach, die tötet keinen, die heilt keinen wirklich. Also, ja, schwierig. So geht mir durch den Kopf. Ja, ihr könnt ja mal sagen, ob ihr das anders seht. Ne? Muss auch immer dazu sagen, wer zum Beispiel jetzt vielleicht meine Helden nicht hat oder weniger Helden oder so, da kann wiederum eine Misty total cool sein. Ne? Also ihr kennt ja dieses Spiel. Ja, ich finde grundsätzlich Helden abzustrafen nicht so, nicht richtig. Ja, weil je nachdem, wie der eigene Kader aussieht, kann das durchaus interessant sein. Aber für mich hätte ich jetzt gesagt, passt eher nicht. So, dann haben wir einen roten Heiler. Ja, der Robbe. Ja, Rob, auch Flip genannt. Ja, hat dieselben, ich sag mal, zusätzlichen Status-Gedöns-Effekte da, die er an der Seite hat. Ne? Er heilt um 45%, also ein recht massiver Heiler mit 45%. Alle Verbündeten umgeben mit ihren Angriffen 4 Züge lang Verteidigungsboni. Das ist erstmal okay, ne? Weil auch so Gegenangriff zählt mit und sowas, ne? Das ist an sich erstmal ganz cool. Alle Helden erhalten plus 50% Chance auf kritische Treffer für 4 Züge. Das wäre wiederum ganz cool für einen Titan. Ja, und auch so, ne, der Steinschaden wird eventuell, wenn der kritische Treffer kommt, ne, wird erhöht, verdoppelt. Also schon an sich erstmal ganz okay. Ja, Werte. Warte mal kurz, mein Hund frisst schon wieder Laminat. Ey. Sitz. So ist fein. So ist fein. Gibt's denn sowas? Ja. Da ist so eine kleine Kante gewesen. Und diese kleine Kante hat er mittlerweile schon so groß gemacht. Kannst du dir nicht vorstellen. Und irgendwann fehlt das ganze Brett und mit dem rennt er dann durch die Gegend hier. Ja. Und kommt nicht mehr durch die Tür, weißt du? Und jetzt ist er Pappe satt und legt sich hin. Ja, haust sie weg. Haust sie weg. So, wenn du dir die Werte anguckst, ne, es verfälscht ja immer. Ja. So weiter im Text, ne? Es verfälscht ja immer. Weil. Du hast ja jetzt hier diese Oberlimit gebreakten Helden, ne? So, die Werte an sich sind natürlich okay. Es ist jetzt aber auch nicht der massive Überwert. Ja, na klar, 2000 Leben ist schon ganz fett, ne? 1100 Verteidigung auch. Also das ist sicherlich kein schlechter Heiler. Jetzt geht es aber wieder so darum, hoch, was haben wir denn, ich sag mal, als Alternative so? Wir haben Hathor. Bombenheiler, wollen wir nicht drüber reden, ja, mega, in schnell mit allen Bonis, die sie so macht, einfach cool. So, was haben wir noch? Wir haben Fenexa, auch aus meiner Sicht ein sehr cooler Heiler, Heiler Dollar ist auch geil, ja, Heil Dollar, ne, und ja, hat zusätzlich auch, ne, das mit den kritischen Treffer, ja, nicht ganz so viel, aber dafür hat sie halt noch Angriffsverstärkung, Gesundheitsfrau. Na, falls ihr es gehört habt, ja, bless you, sie hat genießt. Na, passiert schon mal. Aber niesen ist besser als pupsen, gell? So. Entschuldigung. So. Und ja, weiß ich nicht. Ne? Dann geht es bei den Heilern bei mir auch langsam schon aus. Ne? Muss ich sagen, in Rot habe ich nicht. Ne? Ich habe dann noch Sturmfang, den ich ja regelmäßig sogar spiele. Ich würde Sturmfang wahrscheinlich auch. Mal breaken, warte aber noch ein bisschen drauf, dass ich vielleicht das dritte Kostüm von ihm bekomme. Nee, das zweite Kostüm, ne? Und dass ich ihn in dreifacher Ausführung habe. Dann würde ich ihn wahrscheinlich auch breaken, weil dann halt die Werte schon krass sind und mit 5-Sterne-Helden mithalten. Und jetzt ist aber wieder die Frage, ich habe Hathor, ich habe Fenexa, spiele ich, das würde ich ja als Beifarbe spielen, ne? Also als Unterstützerfarbe, spiele ich
mehr als zweimal rote Helden zur Unterstützung meiner Angriffshelden. Würde ich grundsätzlich erstmal behaupten, nö. Also irgendwie auch nicht so der Knaller. Dann kommt Mortimer. Mortimer, ja, der Schönling in Lilla, ne? Passiv und so weit genau dasselbe. So, füge dem Ziel 480 Schaden und benachbarten Gegnern geringen Schaden zu. Ja, Geschwindigkeit Mittel. Wäre der schnell, würde ich gleich schon wieder anders flippern, aber er ist nun mal Mittel. So, das Ziel und benachbarte Gegner werden 3 Züge lang zum Schweigen gebracht. Das ist eine coole Eigenschaft, ne? Das heißt, sie können ihren Special nicht auslösen. Das ist schon mal geil. Der Wirker und nahe Verbündete widerstehen neuen Effekten, die Nutzung von Spezialfähigkeit blockieren für 3 Züge. Das ist an sich erstmal ganz cool. Das ist nice to have, ne? Er selber und seine Kollegen, die um ihn rumstehen, ja, können jetzt quasi nicht etwas abbekommen, was die Spezialangriffsfähigkeit blockt. Okay, das heißt, das klassische doppelte Kostüm von Lix Yu würde jetzt bei ihm nicht greifen, wenn er vorher ausgelöst hat. Wahrscheinlich so ein bisschen der Konterheld dafür, weiß ich nicht. Ja? Weil so viel, was das wirklich einschränkt, haben wir ja gar nicht. Und in der aktuellen Meta sowieso nicht. Also so viel steht ja da gar nicht rum beim Gegner, was diesen Effekt, den er jetzt da hat, unbedingt notwendig macht. Das mit dem Schweigen bringen von 3 Helden ist natürlich geil im 5-Sterne-Bereich, das ist cool. Ja, aber 480 Schaden auf einen und ein bisschen Schaden auf die Nachbarn. In Mittel. Triggert mich jetzt auch schon wieder nicht so. Ja, also ist kein schlechter Held. Ach, guck, ein Titan haben wir auch platt gemacht. Hat ich was bekommen? Nö, das ist ja blöd. So, Titankiste, ja, machen wir auch auf, wa? Machen wir auf Zeta Live dabei, machen wir auf. Machen wir auf hier. Epische Truppenmünze, Renner. Ja, Alpha, Eta, nix ist. So. Wenn wir jetzt da so reingucken, ne, in Lila bin ich echt schwach. Ja, also angriffstechnisch in Lila habe ich einen Oberkahn. Jetzt könnte man sagen, den kann man natürlich kombinieren, weil der geht ja auf 3, ne, der andere geht auch auf 3. Lepiota, Tugruk, na, sind alles jetzt auch nicht so die Bonzenhelden. Killhase, spiele ich schon ewig nicht mehr gefühlt. Satana, im Kostüm jetzt auch nicht so der Renner. Clarissa, absolut oldschool, kannst du gar nicht mehr spielen eigentlich. Ja, und dann eine Ametrine, ja. Und wenn du dann schon anfängst, über Ametrine zu sprechen, gebreakt, dann weißt du, wie um Lila steht bei mir. Ne? Das heißt, na, also Cage und Mokka, da werde ich ja eh für ausgelacht, dass ich den spiele. Manchmal. Das heißt, eigentlich ist nicht viel da. Ne? Domitia, ja. Ist jetzt auch nicht so doll, ohne Kostüm, ohne alles. Ja, Shakus Rott kauert denn hier unten noch rum und Viscaro. Und dann hört es auch auf, ja. Also in Lila bin ich schlecht. Von daher wäre Mortimer eigentlich ja in Lila etwas, was ich gebrauchen könnte, würde man meinen. Aber ist es jetzt ein Held? Also man muss ja immer davon ausgehen, den musst du jetzt auch erstmal kriegen, wenn du beschwörst, ne? Also sagen wir mal, Mortimer könnte man eventuell nehmen. Ja, so, dann haben wir im 4-Sterne-Bereich Itam. Weiß nicht, heißt der so Itam? Also ich finde ja, das ist hier wie Zac Efron hier bei Baywatch. Ja, na, ist doch hier, ne? Heißt der so Zac Efron von, der heißt doch so, oder? Na, hier dieser Muskelkauz da, der bei Baywatch der Neuverfilmung da gemacht hat, ja? Ich meine, grundsätzlich ist eins klar, die haben diesen Helden rausgebracht, damit ich oben ohne mein Beschwörungsvideo mache. Na, weil das ist ja genau mein Oberkörper, den der da hat. Ja, na, Frau, guck mal, ja, na? Ja, ist er. Sie hat genickt. Hat dabei komisch geguckt, aber hat genickt. Also gehe ich davon aus, das ist so. So, was macht er? Füge dem Ziel und benachbarten Gegnern 270% Schaden zu. Das ist ganz cool. Den kannst du auch schön bündeln mit Gormek oder so. Ne? Er ist Mittel, von daher kriegst du ihn auch zeitgleich ausgelöst, beziehungsweise Gormek im Kostüm ein Stück vorher. Top-Geschichte. Ziel und benachbarte Gegner sind 3 Runden immun gegen neue Statuseffekte. Das ist auch okay. Und sie erhalten ein bisschen Schaden, falls sie mal einen Statuseffekt machen. So, der Wirker und nahe Verbündete widerstehen neuen Effekten, die Nutzung von Spezialfähigkeiten blockieren. Ja, gut. Also wieder so, ne? Lix Yu im Doppelkostüm bringt nichts. Aber, also ist sicherlich kein schlechter Held im 4-Sterne-Bereich. Aber dass ich jetzt sagen muss von wegen, oh, den brauche ich aber unbedingt für Turniere und so. Ah, nee, irgendwie nicht. So, und dann haben wir noch Dolrak, den Namen finde ich schon geil. So, füge dem Ziel 270% Schaden zu in Mittel. Okay.
Das Ziel erhält minus 30% Verteidigung für 4 Züge. Der Effektdauer wird zurückgesetzt, wenn das Ziel geheilt ist. Okay, das ist ja erstmal an sich ganz cool. Death Town, alle gut. Na, das Ziel erhält minus 40% Verringerung für jede erhaltene Heilung für 4 Züge. Ja, auch ganz nett. Aber, ich meine, der hat so einen Sonnenbrand, Beke an der Beine, ja, aktuell. Ich habe mir so den Pelz verbrannt am Wochenende, unfassbar, ja. Also, so wie der eine Arme aussieht, sehe ich an der Fußgelenke aus. Sie kommen kaum in die Schuhe, kann dir keiner vorstellen, ja. Machst dir kein Bild. Vielleicht mache ich euch mal ein Bild irgendwann. Oder auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Also, dadurch, dass ich eh nicht so der große Event-Knallofant bin und ich muss im Drei-Sterne-Turnier total bügeln, ja. Also, ich habe bei den Drei-Sterne-Helden, ich glaube, kaum einen gebreakt oder irgendwas, weil ich da halt nicht so drauf gehe wie andere. Von daher ist das jetzt kein Ziel für mich klassisch. Das heißt, im Moment haben wir ihn irgendwie, der gut reinpassen würde, die anderen irgendwie nice to have, aber wahrscheinlich eher länger auf der Wartebank. So, und dann kommen so die alten Hasen hier, ne? Rock im Kostüm, Junan im Kostüm, also Junan langsam, Rock mittel. Ja, erleiden Sanshan, entfernt Boni von allen Gegnern, das ist ja noch cool, ne? Verteidigung runter, auch noch okay, aber Sanshan für den Arsch macht also quasi keinen Tod, ne? Aber, ja, Kostüm langsam, doof, ja, sie mittel, ja, auch hier Wasserschaden und sowas, ne? Also alles so Sachen, die über Zeit laufen. Ich glaube einfach so von Rock, Junan, Rana, die Zeit ist einfach vorbei, ja, und Jabba und Gafar und sowas, das waren alles noch nie so die Knallerhelden, ja, also da hat sich nie einer ein Loch in den Arsch gefreut, wenn er die bekommen hat im Sommer-Event. Warum jetzt auf einmal? So, und das ist das, wo ich jetzt hadere, ja, und ich weiß, was ich tun soll. Ich würde tatsächlich, also vor allem, es kommt ja bald hier Kavela, Karamba, Kadings, na, ihr wisst schon, die sind andere, ihr schwedische Event da oder was? Keine Ahnung. Na, hier, die mit den Zöpfen da. Wenn ihr das Spiel regelmäßig spielt, dann wisst ihr, was ich meine. Ja. Und ich glaube, da sind tatsächlich bessere Helden bei als das hier. Von daher bin ich aktuell eher so der Meinung, ich sollte vielleicht meine Münzen aufheben und dafür lieber, weiß ich nicht, dann halt nicht 50, sondern vielleicht 100 Dinger bei Kavalleraya, weil ja, Mensch, ich muss jetzt mal gucken, wie das heißt hier. In so einen Helden habe ich doch hier. Mensch, hier weg hier mit deiner Angebote hier. Du kannst aber auch hier nicht. Kennt er das? Ja, man kann hier nichts machen, ohne für den Bildschirm eine halbe Stunde wegzuklicken. Ja, weil die Angebotflut hier, da habe ich doch Ilmarinen her, oder? Hier, Kalevala. Das war's. Kalevala. Ja, das Kalevala-Event, wo ich Ilmarinen bekommen habe, auch der, ja, keimt bei mir auf der Parkbank ab hier. Aber ich glaube, da sind halt coolere Helden mit bei. Tatsächlich. Irgendwie. Also in meinem Fall. Für das, was ich so habe. Ja. Es sei denn, ich übersehe was. Und da kommt ihr ins Spiel. Ja. Ihr kommt ins Spiel. Übersehe ich was? Ist da vielleicht doch ein Brecher bei? Und ich, Horst, kriege es nicht mit? Das ist die große Frage. Und deswegen frage ich euch, ja. Übersehe ich was oder liege ich richtig mit der Entscheidung, dass dieses Portal für mich jetzt nicht unbedingt nütze ist? Ja, ich meine, ihr könnt grundsätzlich beschwören, einfach um ein Beschwörungsbüro rauszubringen, aber das finde ich relativ hohl, von daher würde ich das eher nicht machen. Ja, ich bin gespannt. Ja, haut's doch mal in die Kommentare, ob ich was übersehe oder ob ihr bei mir seid oder ob ich ein Lutscher bin. Ja, von daher, Leute, ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Vielleicht hat es dem einen oder anderen geholfen beim Überlegen, ob man beschwören kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, wo ich mit mir rumstrangle. Ja, bis dahin, macht's gut. Ciao.